bei JMAC, wieder auf der Leipziger Buchmesse 2014 und ich habe hier eine wahnsinnige Berühmtheit neben mir. Die werdet ihr vielleicht nicht erkennen, aber vielleicht, wenn ihr sie hört, werdet ihr sie erkennen. Und zwar habe ich neben mir die Sabine Bohlmann, auch bekannt als Sailor Moon! Ich heiße Bunny Sukino, bin 14 Jahre alt und gehe in die 4. Klasse des Gymnasiums. Mein Sternzeichen ist Krebs. Manchmal bin ich ein bisschen schusselig und eine kleine Heulsuse. Eines Tages kam eine seltsame Katze namens Luna zu mir. Sie sagte, ich sei auserwählt und müsse von jetzt an gegen alle Bösewichte kämpfen. Erstmal, warum bist du überhaupt hier auf der Buchmesse? Weil ich meine, du bist ja Synchronsprecherin und ich meine, hier gibt es ja eigentlich nichts zu vertonen, oder? Also, ich bin natürlich in erster Linie hier, weil Sailor Moon jetzt auf DVD rausgekommen ist, weil Sailor Moon jetzt wieder nach 18 oder 19 Jahren wieder im Fernsehen läuft. Und ganz nebenbei bin ich ja auch noch Autorin und schreibe ein paar Bücher, aber das ist ja heute nur eine Nebensache. Ja, auf der Buchmesse ist es ein bisschen unwichtiger, ob man Bücher geschrieben hat oder nicht. Wichtig ist, Sailor Moon ist hier. Und wir haben ein paar Fragen an dich. Und zwar haben wir auf der Facebook-Seite von JMAC die Leute dazu angestiftet, dir Fragen zu stellen. Und da ist einiges zusammengekommen. Und ich habe hier mein wundervolles Smartphone dabei und kann direkt darauf zugreifen. Und wir fangen einfach direkt an. Und ich quetsche dich aus, bis du nicht mehr kannst und um Hilfe schreist. Also ich muss heute Nacht um 23 Uhr wieder in München sein, das sage ich nur dazu. Ja, das kann knapp werden. Okay, also, die Mira Black möchte gerne wissen, ob du beim Sprechen von Sailor Moon, ob du dich da selber wie eine Heldin gefühlt hast oder wie eine Superheldin. Natürlich. Also es ist natürlich so, man muss sich schon in die Rolle reinversetzen. Man kann ja nicht da stehen und sagen, Mondstein, Flieg und Sieg. Und wenn man das dann sieht, mit welcher Power die das macht, dann muss man sagen, Mondstein, Flieg und Sieg. Man muss natürlich auch ein bisschen mitmachen. Man darf sich nicht zu viel bewegen, weil man macht schon wieder irgendwelche Geräusche am Pult. Dann muss man es nochmal machen. Aber man muss natürlich sich immer ein bisschen so fühlen wie derjenige, den man da gerade spricht. Das ist ziemlich cool. Ich finde das übrigens total skurril. Du redest ganz normal und dann von jetzt auf gleich so... Total cool. Meine Stimme ist übrigens fast weg. Es ist auch Leipziger Buchmesse. Ich kann dich ja mal synchronisieren vielleicht. Ja. Das machen wir jetzt. Okay, alles klar. Du sagst, was sagen wir denn mal? Du sagst, ich freue mich, dass ich hier bin auf der Leipziger Buchmesse und du machst nur die Mundbewegung und ich synchronisiere dich mit Sailor Moon Stimme. Oh, das ist geil. Also der Satz heißt, ich freue mich, dass ich hier bin auf der Leipziger Buchmesse. Okay? Ich freue mich, dass genau, du machst nur die Mundbewegung und wir zählen bis drei, also 1, 2, 3 und dann machst du die Mundbewegung. Alles klar. 1, 2, 3. Ich freue mich, dass ich hier bin auf der Leipziger Buchmesse. Oh, wie geil war das denn bitte? Haha, übrigens, ich bin Sailor Moon. Ich weiß ja nicht, wer du bist, aber ich bin Sailor Moon. Merilia Mero Enmo. Leute, holt euch mal ein paar schöne Namen auf Facebook, so wie das hier. Wie bereitest du dich auf eine Rolle vor? Ganz ehrlich gesagt ist es so, dass man nicht sehr viel Zeit hat, sich auf eine Rolle, auf eine Synchronrolle vorzubereiten. Es ist tatsächlich so, man kommt ins Studio, man hat vorher noch nicht mal den Film gesehen, man kommt rein, sieht zum ersten Mal, was man da sprechen muss, hat das Buch vor sich, liest, also man muss sich ja immer nur so ganz kleine Stückchen merken, also das heißt eben Takes beim Synchron. Und ein Take ist so ein Laut, ein Satz oder ein paar Sätze. Und dann schaut man aufs Buch, merkt sich das, schaut auf den Monitor und guckt sich das mal im Original an, wie die das machen. Und wie lange ich sprechen muss, wie kurz ich sprechen muss. Und dann wird aufgenommen, so lang, bis das wirklich passt. Und das ist die ganze Vorbereitung. Also es ist nichts mit zu Hause Text auswendig lernen. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich werde Sailor Moon sprechen, ich werde mich jetzt erstmal genau mit allem auseinandersetzen, vielleicht auch mit den Mangas und dann gucken, wie ist sie so drauf und welche Motivation hat sie vielleicht oder so. Sondern du kommst einfach rein und dann ist das Ganze gegessen. Oder wie funktioniert das jetzt genau? Ja, es ist schon so ähnlich. Also es ist aber nicht jetzt so, weil wir jetzt so schlampig sind, machen wir das so. Es ist schon so, dass man auch eine Spontanität natürlich auch sich bewahrt. Muss und natürlich, wenn es was ist, zum Beispiel, ich sage jetzt mal einen Akzent, den man in einem ganz Wahnsinnsfilm sprechen muss, dann muss man das zu Hause so ein bisschen üben. Ich mache auch jeden Tag auch Sprechübungen, damit natürlich die Sprache ganz deutlich und klar ist. Sowas mache ich schon. Aber und wenn man eine Rolle sehr gut kennt, dann geht es sowieso ziemlich zack, 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 eigentlich wie Brezelbacken, sagen wir immer in Bayern.
Wie ist Brezelbacken? Okay, die Jennifer Fritz möchte gerne wissen, gibt es Möglichkeiten, auch ohne eine schauspielerische Ausbildung Synchronsprecher zu werden? Und wenn ja, hast du irgendwie Tipps oder was? Was kann man machen, um in dieses Metier so reinzukommen? Also natürlich braucht man, also der beste Weg ist natürlich Schauspielschule. Ich bin Schauspielerin und dann mache ich Synchron, weil Synchron ist im Grunde Schauspielen. Also keiner kann sich hinstellen und einfach, der kein Schauspieltalent hat. Aber das ist das Nächste. Es gibt auch Schauspieler, die haben keine Schauspielausbildung, die haben einfach ein Wahnsinnstalent. Sowas gibt es beim Synchron natürlich auch. Das sind natürlich Ausnahmen. Das heißt, dass es Leute gibt, die irgendwie seitlich irgendwann so reinrutschen, so aus Versehen mal irgendwo in so ein Studio kommen und auf einmal stellt man fest, hey, der ist richtig gut. Und ganz toll ist natürlich schon, wenn man eine Phonetikausbildung macht, wenn man Sprechtechnik lernt, Atemtechnik, damit man lange Sätze sprechen kann auf einem Atem und nicht immer dazwischen gleich atmen muss, damit man deutlich, man muss sehr deutlich sprechen, man darf keinen Akzent, keinen Dialekt haben, keinen S-Fehler, keinen Tschichel-Laute. Also man muss ganz schön viel mitbringen und natürlich, man muss wahnsinnig gut spielen können auch. Also an alle, die was haben wollen, ihr müsst auf jeden Fall immer irgendwo eine Ausbildung haben, ist nie verkehrt. So, dann direkt zum nächsten. Der Jan Zorek oder Zorek möchte wissen, ob du Mangas und Animes generell magst. Also ganz, Sailor Moon war ja damals eigentlich die erste Anime-Serie, also so richtige Anime-Serie. Da wussten wir eigentlich noch gar nicht so genau, was das ist. Und ich muss gestehen, wir standen manchmal im Studio und haben uns ein bisschen gewundert. Also wenn dann Sailor Moon diese Ausbrüche bekommen hat mit so einer, da auf einmal so ein Tropfen, so ein Riesen, dann war auf einmal die Augen so groß oder nur noch der Mund da oder gar kein Gesicht mehr da, dann standen wir so im Studio und dachten, was ist denn das? Weil man es noch nicht kannte. Und je mehr man sich natürlich auch damit befasst und auf einmal macht einem das Spaß, dann denkt man, wann kommt der nächste Ausbruch, das macht so Spaß. Also weil sowas kann man natürlich im Realen nicht, darf, kann man ja nicht sprechen. Also es ist schon eine Ausnahmesituation, wenn man sowas sprechen darf. Und ich bin aber jetzt nicht so der Fan, dass ich wirklich mich da nachmittags hinsetze und mir alle Folgen ansehe. Das mache ich ehrlich gesagt nicht. Also außer Sailor Moon hast du jetzt keine Animes oder so geguckt oder Mangas gelesen? Nee, ich habe keine Mangas gelesen, aber ich habe natürlich noch ganz viele andere Mangas auch gesprochen. Ich war auch bei One Piece war ich dabei und bei Pokémon war ich dabei. Ich weiß gar nicht, wie die noch alle hießen. Also eine ganze Menge. Aber Sailor Moon, den Manga, also Mangas kann man nicht gucken, die muss man lesen. Das ist natürlich klar. Also hier wirklich, yeah, jetzt geht es los. Jetzt geht's los, ja. Tut mir leid. Ach, ich verzeih dir das. Der Rest auch, denke ich mal. Okay, Chris Feldmann hat direkt einen ganzen langen Text verfasst. Und zwar, und das bezieht sich auch so ein bisschen auf daraus, worüber wir gerade gesprochen haben, und zwar vor ungefähr 17 Jahren oder 18, 19, je nachdem, waren Manga und Anime ja so gut wie unbekannt in Deutschland. Und die Frage, was hast du von Sailor Moon gedacht oder wie hast du darauf reagiert, als du erfahren hast, dass du das sprechen musst oder sprichst halt? Also jetzt nicht im Sinne von, ich habe mich jetzt nur gewundert, weil das wissen wir ja jetzt, sondern so im Allgemeinen, was hast du von der Serie gedacht? Also als dann so ein Anruf kam, du sprichst jetzt die Sailor Moon, das ist eigentlich, also man spricht ja jetzt nicht nur Sailor Moon, man spricht ja ganz, ganz viele andere Dinge auch Realfilme und Serien und Filme und alles. Deswegen ist es so ein Ding unter vielen erstmal gewesen und man wusste ja gar nicht auch, wie sich sowas entwickelt oder wie sowas wirklich einschlägt, dass es auf einmal eine Fangemeinde gibt oder überhaupt Fans von was oder überhaupt Leute, die sich dafür interessieren, wer das gesprochen hat. Das ist im Synchronbereich eigentlich sehr selten. Und dann geht man ins Studio und spricht das so ganz normal wie alles andere eigentlich auch, findet das irgendwann auch total lustig und es hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir auch ein ganz tolles Team waren im Studio. Und ja, und auf einmal kriegt man dann so einen Fanbrief, wo irgendwer Sailor Moon zeichnet und man sich denkt so, was ist denn das jetzt? Und dann noch ein und noch ein. Und auf einmal kriegt man ja erst das Gefühl dafür. Es ist ja nicht so, wenn einem so eine Rolle dann angeboten wird, dass man gleich weiß, das ist übrigens eine wahnsinns erfolgreiche, das weiß man nicht. Und die Serie war ja am Anfang gar nicht so erfolgreich, weil die ja erstmal, glaube ich, irgendwo im ZDF oder irgendwo lief, wo sich erstmal ganz viele Eltern aufgeregt haben, weil sie dachten, das ist eine Kinderserie. Und viele haben gedacht, das ist ja brutal, das kann man ja Kindern nicht zumuten, bis auch da verstanden wurde, genauso ist es bei den Simpsons ist auch gelaufen damals, bis erst bekannt wurde, dass, also oder bis die Leute erst kapiert haben, das ist eigentlich was für jugendliche Erwachsene und ja, Zeichentrick für Erwachsene im Grunde. Dann kommen wir einfach mal zu den nächsten Fragen. Ich muss jetzt erstmal hier mein dolles Smartphone haben. Also Sushi hat ganz, ganz viele Fragen gestellt. Hey, und zwar. Entschuldigung, aber wir drehen gerade für okay. J-Mac.
Okay, das war, glaube ich, der beste Tag, den ich heute jemals hatte. Obwohl ich total krank bin, aber... Also, ja? Der Wahnsinn geht weiter. Wir haben auch noch die zweite Trailer. Nein! Oh, ich sterbe gleich. Pass auf, und die kommt jetzt gleich einfach dazu.